is the last time I can see you in a while. Is it the truth that you'll be living tonight? We should take a walk then a swim in the sea. That will mean everything, yeah, everything to me. Can we get out of this one? Waiting and missing. I never thought you would leave me here. We can get out of this one. A tunnel of feelings. Just like we got through everything else. But I see you. This is in no way funny. We will find our way, we back together. But right now, there's stormy weather. In der Nähe von unserem Camp gestern ist ein Hinkelstein, denn hier aus der Nähe kommen angeblich Asterix und Obelix. Und jetzt müssen wir uns den Hinkelstein natürlich mal anschauen. Ja, jetzt laufen wir da hin. Das ist so ein kleiner, kurzer Wanderweg, ich glaube 200, 300 Meter. Und dann zeigen wir euch den. I see a tear begins to fall from your eyes. It is the truth that you'll be leaving tonight. I will be there with you, even when you are alone. And I'll be waiting here when you come home. Das heißt gar nicht Hinkelstein, das heißt Menhir. Ja, das ist die Französische. Großer, aufrecht stehender Stein. Menhir ist eine aus dem Bretonischen entlehnte Bezeichnung für einen vorgeschichtlichen, hochragenden Steinblock, der auch als Hinkelstein bekannt ist. Bezeichnet ist das Wort einen länglichen Einzelstein, bretonisch, keine Ahnung, kann es nicht, der in vorgeschichtlicher Zeit von Menschen aufrecht gestellt wurde. Die Identifikation als Menhir ist oder Menhir ist oft nur durch eine Ausgrabung zu verifizieren. Aufrechte Steine dienen auch als Grenzsteine, Ruhesteine, Werbung für Steinbrüche. Geil, die hat Obelix! Moderne Gedenksteine und Gartenornamente, sowie als Markierung von Straßen. Da gibt es einen riesigen Artikel bei Wikipedia. So viel habe ich, glaube ich, selten über Hinkelstein gelesen. Hinkelsteine. Waiting and missing. I never thought you would leave me here. We can get out of this one. A tunnel of feelings. Just like we got through everything now. Von den Hinkelsteinen ab ins Meer. Und wie ist es? This is in no Kneippbecken-Style. Ja, das war's von dem kleinen Hinkelstein-Ausflug. Wir verlassen jetzt die Küste hier am Ärmelkanal und fahren Richtung Atlantik. Tschüss, Ärmelkanal. Better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight. I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Dreamers of the shore.
this boat and we all know where we belong. Just wait, ooh, wait for our home to show on the horizon. Soon we'll be there. Hold on tight. I can smell the shore, it's right in front of us if we. Was mich hier total begeistert, sind halt immer diese Meerarme, die bei Ebbe komplett trockengelegt werden. Und ja, ist halt irgendwie faszinierend, wie die ganzen Bötchen hier so auf dem Meeresgrund quasi rumliegen. Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben es endlich geschafft, an der Atlantikküste einen Campspot zu finden, beziehungsweise einen Platz für heute Nacht. Wir sind fast direkt wieder am Meer und hinter uns ist der Sonnenuntergang. Den zeigen wir euch gleich mal kurz. Und ansonsten würden wir uns wieder verabschieden und Kanal nicht vergessen zu abonnieren. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Also, bis dahin. Tschüss.